Hi! Heute sprechen wir über die Fragewörter. Fragewörter sind der wichtigste Teil der sogenannten W-Fragen. Fragesätze, die mit einem W-Buchstaben beginnen und nicht mit dem Ja oder Nein beantwortet werden können. W-Frage ist eine offene Frage, das heißt die Frage der Person, die Informationen zu einem Sachverhalt wünscht. In W-Fragen steht das Fragewort auf die Position 1, das Verb auf die Position 2 und das Subjekt auf Position 3. Zum Beispiel, was ist das? Ich lege dir jetzt die 10 wichtigsten Fragewörter dar. Darlegen bedeutet erklären. Das erste Fragewort. Was? Mit was fragen wir nach einer Handlung, Tätigkeit oder Interesse? Was wir zum Beispiel bei Behörden oft hören können, ist: Was kann ich für Sie tun? Ein weiteres Beispiel. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ich habe Interesse zu wissen, was deine Lieblingsfarbe ist. Warum? Warum ist kausal? Das bedeutet, wir brauchen einen Grund. Wir fragen nach einem Grund. Zum Beispiel, warum muss ich jeden Tag die Übungen machen? 3. Wer? Wer kann gut Spanisch sprechen? Achtung, falscher Freund aus Englisch, where? 4. Ort. Wo wohnst du? 5. Wohin? Wohin fährst du am Wochenende? Wohin bezieht sich auf die Frage auf der Richtung? 6. Woher? Das ist Gegenteil von wohin, weil es bezieht sich auf der Herkunft oder Ursprung. Woher kommst du? Aus welchem Land kommst du? 7. Wann? Es ist temporal. Es bezieht sich auf die Uhrzeit. Wann können wir uns treffen? Aufpassen, nicht mit wenn zu verwechseln. 8. Wie? Wie ist modal? Das bedeutet, wir fragen, auf welche Art und Weise wir etwas machen können. Zum Beispiel, wie kann ich Ihnen helfen? Auf welche Art und Weise kann ich Ihnen helfen? 9. Wie spät? Es bezieht sich auf die Uhrzeit. Wie spät ist es? Und 10. Wie lange? Wie lange ist es temporal? Wie lange dauert eine Theatervorstellung? Wenn du dieses Video hilfreich findest, bitte Like, Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und das Video weiterteilen. Bis nächstes Mal!